Da hinten müsste eigentlich der Eingang sein, wenn da auch darauf. Seht ihr das? Eine Nirrenwurm. Ich dachte gerade, ein Fall wäre an mir vorbeigesaust. Stelle von Weißlauf entdeckt. Da mal gucken. Hier muss doch irgendwo ein Eingang. Ich glaube, es könnten dir hier. Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. Russen! Kajiten! Oh, Miezekatze! Denkt nicht, die Wege von hier werft einen Blick darauf. Was hast denn du sofort zu vertickern? Zaubertränke. Heiltränke sind nämlich Skorma. Oh. Ah, nehmen wir mal mit. Das ist hier Blocken mit einem Schild, interessiert uns nicht. Gold. Möge euer Weg euch zu warnen. Geht es auch so? Nicht bloß das. Oh, wie süß, so knuffig sind die. Die halten die nur alle für Diebe. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Aber es sind doch ehrliche Kätzchen. Die sind doch so knuffig. Wie kann man die nicht lieb haben? Die, die Nords in Skyrim sind wirklich grausam. Aber das ist so putzig, so süß. Oh, wie knuffig. Da möchte ich gerne mit meiner Katze schmusen. Meine Katzen. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Warte, FBI! Ach, verdammt. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Ey, wollt ihr mich verarschen? Soll von einem Drachen erwischt worden. Wir können Level up. Machen wir hier, dass wir mehr Bams Damage kriegen. Sollte sich eines dieser Monster. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Ey, das ist so sinnlos. Habt ihr das gelesen? Wenn die Drachen hier ankommen, sind wir bereit. Wir metzeln sie alle nieder. Nächster Dialog. Banditen, kein Problem, Banditen, Drachen, die bringen uns doch alle um. Wir zahlen jeden Preis, aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Keine Angst, die ist nicht so dreckig. Die ist eine Rotwand. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Hey, aufpassen! Nun ja, Entschuldigung. Einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Ja, ja. Das macht Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ich weiß nicht, schon mal ein starker Baum. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Was denn? Aber erzähl mal etwas über den Baum. Das ist der Gülden Grünbaum. Er wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynareth spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Sie haben den Tempel errichtet. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Wieso ist der Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand.
Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Baum wiederzubeleben? Defilibrator her. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Wo finde ich den Baum? Welche Waffe würde es funktionieren? Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluh. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Aha. Ich besorge Nesselfluh für euch. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Oh. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Doch ihr wart einst ein Mensch. Na, redet jetzt über Tiber Septim. Der hieß mal anders. Er hat für die Nords gekämpft. Er ist ein wahrer Nord. Er hat die Tiber Septim Dynastie gegründet. Bla bla bla, Mr. Freeman und so. Das. Ich weiß nicht, ob ich das im Let's Play noch keinmal oder schon dreimal erwähnt habe. Talos wurde verboten, als göttlicher anzusehen. Und er wird trotzdem noch verehrt. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Ich bin kein Besucher, ich bin Let's Player. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen. Ja, ja, und er war so riesig. Ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Ja, passend. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Ich hab nichts getan. Es geht mich nichts an, wen die ich hab mal Spiel gedrückt und dann passierte das. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Und dann habe ich mir in die Hose gemacht. So, das war, als ich das Paket ausgepackt habe und Skaven drin gefunden habe. So, da war ein großer Drache, ne, und die wollten mir den Kopf abschlagen, ne, und jedenfalls, hat alle umgehauen, dann hat der Drache einfach alles zerstört, was da war, und ist dann weggeflogen. Da ist mir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl von Falkenring wird das nicht unter Kontrolle verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Genau! Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach. Warte, wir wollen mit mehr Style. Ja, genau! Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Ich dachte, deine Pflichten wären als. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst. Hier. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen. Stahlrüstung hinzugefügt. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Warte, erstmal gucken. Bekleidung. Stahlrüstung. Na, die ist besser. Ah, die können wir auch nachher noch verbessern. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Gerüchten oder Gerüche? Wir haben uns ja schon ein bisschen anbraten lassen. Da können wir ein bisschen sagen, wie die riechen. Faringar,
Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Es geht ja im Hintergrund weiter. Sie in alle Einzelheiten ein. Wahrscheinlich ist das so kacke. Tja, aber Bams. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja. Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Ja. Und mit besorgen.